diejenigen, die nicht Schach spielen, Springer sind die Pferdefiguren beim Schach. Aber man darf sie nicht Pferde nennen. Zumindest einem Schachspieler ist das so ein bisschen ein Dorn im Auge, wenn man die Pferdefiguren Pferde nennt oder Gäule. Es sind Springer. Mir ist es eigentlich... Ich spiele zwar auch Schach, aber mir ist es im Prinzip eigentlich egal. Ich nenne die gerne auch mal Gäule. Ich weiß, dass sie Springer heißen. Ja, gut. Mir ist es egal. Wir sind Gäule. So. Da sind da wieder zwei Gäule. Zack. Habe ich noch einen Schuss? Jo. Der hat gesessen. Noch einen Schuss haben wir nicht. Aber jetzt habe ich einen Schuss. Und... Kling. Oh, hört doch mal auf mit diesen blöden Feuerkugeln. Die nerven mich am meisten. Und ich komme da nicht ran hier. Weil ich zu doof bin. So, nun haben wir's. Alle Höhlen erledigt. Gut, da unten kamen wir her ursprünglich. War dann hier irgendwo noch ein Gang? Ich hoffe. Da, ja. Komm her. Okay, haben wir. Wie ein Boom, 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 Boomerang komme ich immer wieder bei dir an. Das ist das Einzige, was mir gerade zu diesen Gegnern einfällt. Ja, es ist wahnsinnig heftig, dieser Boomerang. Ihr seid ganz fies. Hier ist auch wieder so eine Sache, da kommt man irgendwie hin zu den Typen. Irgendwo ist hier ein Weg, glaube ich. Irgendwie kommt man da rein. Das ist wieder so eine Sache, die sieht man nicht. Weil wir diese eine Fähigkeit noch nicht haben. Irgendwo ist hier ein Gang, wo man da rein kann. Da! Bescheuert, ne? Oh, wir haben Level 22. Wisst ihr, was das bedeutet? Wir können das neue Schwert ausprobieren. Eine Jungfrau. Oh, schon zwei. Nur noch halbe Qual. Geteiltes Leid ist halbes Leid, ne? So, wir nehmen mal das neue Schwert, wa? Yeah. Und jetzt wird unsere Energie automatisch aufgeladen, wenn wir einen Gegner töten. Geile Sache. Damit sind wir ja eigentlich fast unbesiegbar. Aber auch nur fast. Ist hier auch irgendwo so ein Gang zum Reingehen? Muss ja eigentlich. Na, wo? Wo, wo, wo? Da. Da hat sich nichts aufgeladen. Ach, muss ich die komplette Monsterhöhle vielleicht besiegen? Ah, na gut, komplett hat sie sich nicht aufgeladen, aber sie hat sich aufgefüllt. Okay, das ist cool. Die Königin. Aha, also König Margaret hat auch eine Königin. Ich weiß nicht, wer du bist, aber danke, dass du mich befreit hast. Ich gebe dir ein Geschenk, wenn du wiederkommst. Boah, das nehme ich dann auch gerne an, wenn ich wiederkomme. Aber erstmal muss ich hier noch weiter kämpfen. Wo war hier der da? Keine Monsterhöhlen mehr. Okay. Wo geht's weiter? Da geht's weiter. Skelette. Ihr seid wieder. Das sind, ach, das sind andere Skelette. Die tanzen ja. Tanzende Skelette, die überhaupt keine Fähigkeiten haben. Cool. Herr befreite einen Soldat. Aha. Interessant. Ja, wollen wir mal schießen? Ich kann nochmal schießen. Geil. Ich komme nicht nach links und nicht nach rechts. Das ist schade. Wo ist denn hier noch einer? Da ist einer. Ja, haut mich mal alle. Oh, sehr cool. Ja, komme ich gleich hin. Dr. Leo, wir haben Dr. Leo befreit. Ich bin Dr. Leo. Ich werde mir die Geschichte für später merken. Welche Geschichte? Bitte rette die beiden Soldaten, die mit mir gekommen wollten. Die mit mir gekommen wollten. Hey, ich kann nicht reden, ich bin Deutsch nicht. Es gibt viele Schatzkisten im Keller und in den Türmen.
Sollte dich ein Soldat, am besten der, der viel über Magrids Schloss weiß, begleiten, wird es einfach sein, die Schätze zu finden. Naja. Ich bleib hier. Das ist dieser eine Soldat, den wir ansprechen müssen. Der gibt uns die Fähigkeit, praktisch Geheimgänge zu erkennen. Pam, pam, pam. Oh, beide erledigt. Cool. Ein Soldat. Gut, das ist ja wohl der eine Soldat, der ihm geholfen hat. Weil der steht ja neben Dr. Leo. Und das ist der andere, oder was? Ein Soldat. Vielleicht. Gut, der steht jetzt vorm rechten Turm. Vielleicht müssen wir den anquatschen. Ich weiß es nicht. Wir sollten auf jeden Fall nochmal hierher zurück, denke ich, wenn wir diese Fähigkeit dann haben. Weil irgendwo finden wir bestimmt noch was. Ja. Ich weiß es doch. Ja, deswegen quatsche ich dich an. So. Okay, reden wir erstmal mit dem Typen hier im Turm. Vielleicht ist das der ominöse Soldat. Dieser Turm ist direkt mit dem Pier des Luftschiffes auf dem Dach verbunden. Du brauchst eine VIP-Karte, um reinzukommen. Ist ja geil. Eine VIP-Karte. Mhm. So, Frau Königin. Ich bin die Frau von König Magrid. Hältst du mich für hübsch? Ja, dem Spiel angemessen. Ich sag mal ja. Dies ist mein Geschenk für dich. Die Königin hat etwas in Herberts Tasche getan. Zecken? Eine VIP-Karte. Juhu, das war ja mal ein schnelles Rätsel. Okay, haben wir. War noch was? Ich glaube, ja, hier unten waren noch Soldaten. Wir brauchen auch diese Fähigkeit. Mit der redet nicht mit uns. Hier ist ein Typi. Auch wenn ich nicht so aussehe, so komme ich genau wie du vom Himmel. Genau, ich kenne alle unsichtbaren Gänge in Magrids Schloss. Möchtest du im Keller mit mir herumlaufen? Die Seele, welche alle Geheimgänge kennt, begleitet dich. Jo, das war der Typ, den wir ansprechen wollten. Was ist hier los? Ups, wir haben ihn gemacht. Oh, ich habe nur einen kleinen Staubfleck von seinem Auge entfernt. Ah ja. Sie hat etwas Staub von meinem Auge entfernt. Hm, ihr seid nicht ganz dicht. Ihr benimmt euch wie 14-Jährige. Okay. Dich sollte ich doch nochmal ansprechen. Was hältst du von der Mauer? Ich bin bekannt als schneller Architekt. Ganz ehrlich, ich sehe keine Mauer. Ich sehe nur ein paar alte Gesteinsbrocken. Aber wenn du meinst, es ist eine Mauer, bitteschön. So, ich gehe nochmal in diesen Keller zurück, glaube ich. Oder? War da jetzt noch ein Geheimgang, der ist wichtig? Ich will es gucken. Ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Gibt es hier noch keine Monsterhöhlen mehr. Aber ich will trotzdem noch einmal hier durchgehen. Weil ich irgendwie der Meinung bin, hier war noch was. Komm mal her. Oder ich kann euch zumindest einmal jetzt zeigen, wie das mit den Geheimgängen funktioniert. Dann seht ihr das. Und ich kann hier noch ein paar Erfahrungspunkte sammeln. Das ist auch gut. Ja, dieses Wiederaufladen ist mit dem Schwert echt cool. Das ist eine geile Sache. Ah, guck, jetzt seht ihr. Jetzt haben wir wieder so einen Schein um uns rum, der uns wieder anzeigt, wo... danke. Wo wieder irgendwelche Geheimgänge versteckt sind. Da, da habt ihr schon was erkennen können. Wenn wir jetzt hier runtergehen. Da. Seht ihr das? Ist eigentlich eine coole Sache. Aber da muss man erstmal drauf kommen. Dann kann ich euch das mal eben verklickern. Jetzt zeige ich euch das, was ich vorher halt schon wusste. So, passt mal auf. Dann gehen wir jetzt nämlich hier rechts lang. Kann sein, dass man mit diesem Licht auch die Truhen erkennen kann, die man sonst übersieht. Das weiß ich jetzt nicht. Ist aber möglich. Guck, hier können wir jetzt reingehen und dann seht ihr das. Dieser Raum hier praktisch. Ja? Und ich glaube, man kann tatsächlich die Truhen sonst vorher nicht sehen. Wenn ihr jetzt nämlich seht, die Truhe hat keinen Schatten, wie sie da offen steht. Und wenn, wenn das Licht da drüber geht, dann hat die Truhe auf einmal einen Schatten. Seht ihr? Also kann man die wahrscheinlich dann doch sehen, wenn man mit diesem Teil hier rumgeht. Und dann, das mache ich jetzt einfach mal, nur um sicher zu gehen, dass ich keine Schatztruhe übersehen habe. Nachher habe ich irgendwas Wichtiges übersehen. Zum Beispiel, oh, das geht schon los. Aber, hä? Das ist ja mal sowas von unnötig. Das ist eine Abkürzung. Das ist eine Abkürzung. Aber euch will ich nur eben killen. Wenn ich schon mal hier bin. Ach, man läuft nicht so weit weg, du Arsch. Ich habe keine Lust zu.
Okay, und das ist jetzt das Prinzip jedenfalls. Das wollte ich euch nochmal eben gezeigt haben. Und wir können natürlich jetzt auch hier rüberlaufen. Das habe ich euch auch nicht gezeigt. Ne? Genau. Gut, dann kehren wir jetzt mal eben zurück. Und bevor wir jetzt den rechten Turm machen, will ich nochmal was tun. Wartet mal. Wir können jetzt ja den rechten Turm rein mit der VIP-Karte. Aber... Herbert, wie kann ich dir helfen? Wir bewegen uns noch einmal. Und ich will noch einmal zurück in diese Welt. Nee, Quatsch, in diese Welt. Denn da finden wir noch was Tolles. Und jetzt, glaube ich, in diese Richtung. Was? Nein, gar nicht wahr. Falsche Richtung. Hier rein. Richtig. Und jetzt nehmen wir unsere Geisterklinge. Oder Geistesschwert. Wie auch immer. Und nun sehen wir, dass hier noch eine Monsterhöhle übrig ist. Nämlich müssen wir diese Viecher noch töten. Seht ihr? Man kann die schlagen. Bats. So. Ist die Frage, wie viele von diesen Teilen fliegen hier eigentlich rum? Das weiß ich nicht mehr genau. Da oben ist jedenfalls die Monsterhöhle. So, ein paar müssen wir davon noch killen. Und ich glaube, zwei Räume gab es. Oder vielleicht auch drei. Ich will mich nicht ganz festlegen. Wo diese Lichtkugeln sich rumtreiben. Und da befreien wir noch was ganz Wichtiges. Irgendwas bekommen wir noch. Ich glaube, eins von diesen drei Symbolen oder so. Wir haben ja schon den heißen Stock. Aber uns fehlt noch der heiße Ball und der heiße Spiegel. So, wollen wir sehen. Komm her. Das waren noch nicht alle. Ich habe noch kein Geräusch gehört. Ah, wo bist du? Da bist du. Jetzt habe ich ein Geräusch gehört. Gut, dann gehen wir jetzt wieder ganz zurück. Und dann müssen wir wahrscheinlich wieder hier zurück. Oh, weil wir noch weiter in den Keller rein müssen. Oder in diesen Dungeon, wenn man so will. Ich glaube, wir freien ein Eichhörnchen. Ich glaube, das ist zu 50% immer richtig, wenn man das sagt. Gab es so viele Eichhörnchen. Und Maulwürfe. Vielleicht ist es auch ein Maulwurf, mal gucken. Ein Vogel. Toll, habe ich daneben gelegen. Okay, der ist jedenfalls links bei dem Hunderestaurant. Gut, das war das. Und jetzt, ja, gehen wir nochmal wieder ganz zurück, weil hier noch ein, zwei Räume waren mit Kugeln. Hier ging es ja, von diesem Raum aus hier ging es ja direkt zum Endgegner. Also gehen wir jetzt praktisch rückwärts. Diesen Tempel nochmal zurück. Und somit müssten wir eigentlich alle von diesen Kugeln erledigen können. Und wenn wir das alles haben, machen wir uns an Magrids rechten Turm. Ich denke, das ist die richtige Reihenfolge. So, wo haben wir es denn hier? Irgendwo ist doch hier der Ausgang. Da ist der Ausgang. Genau, hier sind auch schon wieder Kugeln. Könnt ihr euch an diese Räume noch alle erinnern? Ich weiß das gar nicht mehr so hundertprozentig. Und diesen Laserschranken hier zum Beispiel habe ich schon halbwegs verdrängt gehabt wieder. Na gut, bei mir ist es ja auch so, bei mir liegen einige Tage bei den Aufnahmen dazwischen. Bei euch ist es ja wahrscheinlich so, wenn ihr richtig gut drauf seid, guckt ihr wahrscheinlich alles an einem Stück. Ich kenne das ja von mir so. Manchmal, wenn ich richtig Lust habe auf ein Let's Play, dann gucke ich das in einem Stück durch. Aber da muss ich mal eben was zu erzählen. Ich habe mir gerade... einer meiner Lieblings-Let's Player hier, Necroscope, Richard aus England, das war das Geräusch, ein Let's Play entdeckt, das nennt sich Legend of Grimrock. Ich weiß nicht, ob das einer von euch kennt. Das fand ich so der Hammer. Ich habe da jetzt, glaube ich, schon über eine Stunde zugeguckt, oder knapp zwei vielleicht schon. Und ein geniales Spiel. Ich möchte jetzt gar nicht zu viel zu verraten. Weil ich schon fast mit dem Gedanken spiele, mir das auch immer mal zu besorgen, das Spiel. Vielleicht seht ihr von mir auch mal ein Let's Play dazu. Das fand ich so genial, das Spiel. Müsst ihr euch vielleicht mal angucken. Bei Necroscope, Let's Play Legend of Grimrock. Das müsst ihr euch mal angucken. Das ist geil. So. Herbert erhielt Flammensäule.